Hallihallo und herzlich willkommen bei Dianas Kreativoase. Ihr Lieben, heute machen wir wieder eine tolle Karte. Aber bevor ich euch die Karte zeige, möchte ich mich erstmal bei der lieben Annalena bedanken, die mein 300 Abonnenten-Abo gewonnen hat für diese tolle Karte. Leute, schaut euch diese Karte an. Die ist so einfach gemacht, aber gibt so viel her. Also ich habe mich gestern, als ich an den Briefkasten gegangen bin und habe schon den Namen gesehen von der jungen Dame, habe ich mich schon sehr gefreut. Und wie süß. Also liebe Annalena, ich bedanke mich nochmal sehr für deine Karte. Ich habe mich wirklich riesig, riesig gefreut. Und genau, das wollte ich nur mal noch sagen. Jetzt geht's ans eigentliche Projekt, und zwar möchte ich mit euch eine Hidden Magic Karte machen. Und zwar ist das nicht meine Idee. Die Idee habe ich von der lieben Britta von Plötzlich Kreativ gesehen und war total begeistert und musste die natürlich gleich nachbasteln. Die Maße allerdings sind meine Maße, die habe ich etwas abgewandelt. Genau, und jetzt zeige ich euch auch, wie das funktioniert. Also jetzt nicht drauf achten, das ist ja mein Kartenmuster. Und da ist jetzt noch etwas schief gelaufen natürlich, ist ja klar. Und ich mache jetzt mal die Karte auf, nicht erschrecken, die Wolken sind nicht auf der richtigen Position. Tada! Bei mir laufen die Wolken dann halt so. Und na, das ist ja egal jetzt, es geht ja um das eigentliche Prinzip. Und wenn du die Karte jetzt so in der Mitte schließt, dann kannst du die, in der Mitte öffnet sich dann so die Seiten, dann kannst du die einfach aufklappen und tada, wieder zusammen machen und so, tada. Also ich bin so begeistert von dieser Kartentechnik und frage mich echt, wie funktioniert das, damit das so, ja, das ist echt Magie. Okay, dann wie diese Karte gemacht wird, das zeige ich dir jetzt. Und zwar brauchst du ein Stück Designerpapier. Ich habe mich für das Designerpapier Märchenhaft entschieden. Und zwar hat das die Maße von 28 x 15 cm und das ist dann bei 7, bei 14 und bei 21 gefalzt und dann das Ganze auf die kurze Seite gedreht und von der ersten Falz hier zur letzten Falz habe ich das mir hier eingeschnitten, also bei 5 cm und bei 10 cm. Habe ich das eingeschnitten, damit das Video heute nicht so lange wird. Und von hinten sieht das so aus. Dann habe ich mir zwei Stücke flüsterweißen Farbkarton zugeschnitten im Maß von 15 x 6,8 cm. Ich habe das extra 2 mm kleiner gelassen, weil ich finde, dass sich die Karte dann besser schließt und öffnet. Und dann gehst du hin und machst einfach die Karte von vorne nach hinten in die Schlitz und von hinten nach vorne. Dann ist die erste Seite fertig. Auf der anderen Seite machst du das Ganze umgekehrt. Also du schiebst die Karte von hinten durch die Schlitz nach vorne und von vorne wieder nach hinten. Und das ist das ganze Zauberspiel. Ich möchte so, dass die Karte, dass ich das hier sehe, dann später. Okay, dann möchte ich hier und hier ein Motiv und hier ein Spruch. Und das gleiche möchte ich dann auch hier hinten. Und zwar nehme ich das dazu passende Stempelset. Moment, wo ist es? Und zwar heißt das Zauberhafter Tag und ich finde das ja so genial.
Als ich das im Katalog gesehen habe, dachte ich, boah, ist das geil. Das Einhorn und diese kleine Jungfrau, die haben mir es direkt angetan. Ich habe zwar keine kleinen Kinder mehr, aber mir gefällt das Stempelset trotzdem gut. Und es gibt ja immer mal Geburtstage, da haben auch kleine Kinder Geburtstag, wie mein kleiner Neffe, der jetzt 4 wird. Hallo lieber Ricardo, ich liebe dich. Und das ist jetzt genau so ein Set für ihn zum Beispiel. Genau. Und dann möchte ich das dann bestempeln. Und zwar sind da dann 2 Sprüche drauf. Da mache ich nach vorne. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Das passt auch wunderbar hierhin. Dann möchte ich hier oben den Ritter haben. Und mal gucken, passt das? Sie, das Monden. Der Drache möchte ich dann hier haben. Und für die Rückseite, da überlege ich mir dann noch was. Ich mache das mal eben im Schnelldurchlauf und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Okay, dann habe ich schon etwas weitergearbeitet. Und zwar habe ich hier so eine Banderole gemacht. Moment. Die hat die Maße von 30,5, also ja. Also ich glaube, eine DIN A4 Seite von 29,7 reicht da auch, weil die lappt da schön noch so drüber. Und die Breite von 2,5 cm, kannst es auch breiter machen, wie du das magst. Und den, für die Manschette habe ich mir noch so von dem Etikett für alle Fälle, habe ich mir in Flüsterweiß ausgestanzt und vom Designerpapier habe ich auch noch mal eins ausgestanzt, habe das Ganze in der Mitte durchgeschnitten und habe es so versetzt, wieder auf den flüsterweißen Farbkarton geklebt. Das kommt dann hier drauf. Und klebe mir das Ganze dann so ungefähr mittig. Auf meine Banderole. Okay, das ist okay. Dann wäre das schon fertig. Und dann klappe ich mal die Karte auf. Dann sieht die so aus. Ich habe jetzt nicht alles ausgemalt, weil ich nicht alle Stampin' Blends habe. Und ich mag die Stampin' Blends halt. Und deswegen habe ich schon bestellt und die müssen jetzt in den Tag kommen. Genau, aber ich wollte euch ja nur mal zeigen, wie es funktioniert. Okay, dann sieht das von dieser Seite so aus. Dann drehe ich das Ganze. Dann sieht das so aus. Ja, die Seite hätte ich auch anders machen können, weil das ist mir jetzt etwas zu wuselig, aber das kannst du ja dann machen, wie du das möchtest. Okay, und jetzt kommt der ganze Zauber. Also ich lege die Mitte von der Karte so zusammen. Und in der Mitte siehst du schon, da öffnet sich was und das öffne ich dann auch und da. Das ist doch der Hammer, oder? Wie funktioniert das nur? Das. Da und da. Das könnte ich jetzt die ganze Zeit machen, das ist
echt Kunst. Okay. Okay, das war meine Karte für euch, ihr Lieben. Hier mache ich dann noch mein Banderölchen drauf. Die Maße kannst du natürlich variieren, egal was du möchtest. Also die lange Seite sollte dann durch 4 teilbar sein. Und die kurze Seite dann durch 3. Genau, das war mein heutiges Projekt für euch. Ich wollte euch nochmal erinnern, mir einen Kommentar zu schreiben, weil ich ja die Mottowoche machen wollte ab nächsten Monat, was euch da interessieren würde, welche Themen. Das heißt, ich mache dann 7 Tage lang, ich sage jetzt mal Ostern, 7 Tage Ostern, 7 Tage Blumen oder ja, egal was. Genau, und wenn ihr da eine Idee habt, was ihr sehen möchtet, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten mache ich dann irgendwas, was ich halt denke. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir doch einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss!